Recht herzlich willkommen zur 25. Folge von Europa Universalis 4 und das Ganze mit Frankreich. Ja, wir haben letztes Mal den Kredit abbezahlt und wir wollen die Beziehungen hier verbessern, das machen wir schon und natürlich hier auch. Und wir nehmen mal die Pause raus. Wir haben ja hier eine Staatsehe mit und was, mir passt das eigentlich mit der Staatsehe nicht, ne? Da sollten wir da mal überlegen, dass wir das mal aufkündigen, ne? Wo waren das? Dynastie, ne, oder? Familienbande auflösen, das wird ein Punkt sein, den wir noch schaffen müssen. Dafür brauchen wir aber einen Diplomaten, den wir gerade nicht haben. Wir haben gerade wieder Geld gekriegt, was können wir denn bauen? Nix. Flotte. Hier kann man nichts anwählen, ne? Gut. Okay. Ja. Muss das hier unten Vorlage erstellen. Ach so, da können wir eine Armee zusammenstellen als Vorlage. Gut, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Wichtig ist, dass wir langsam an die Kanonen kommen. Gut, unsere Mannstärke wächst immer mehr. Das war die Bretagne. Was sind denn so die anderen Gegner? Wie sieht das bei denen aus? Waffenruhe mit Portugal. Aragon und Neapel verbessern die Beziehungen. Uns verbessern sie auch die Beziehungen. Staatsehe mit Frankreich, ist klar. Ein Vasall. Okay, das haben wir auch. Okay, dann Rückeroberungskriegsgrund gegen Aragon. Okay. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Holen wir mal durch. Kredit hat man abgebaut. Wir kriegen auch Plus an Geld. Ja. Das ist der Handel. Das lassen wir mal so. Okay, da sind die wesentlichen Finanzinstrumente bald fertig zur... Es fehlten da 2 Punkte. Ne, 5 Punkte. Kriegen wir auch noch zusammen. Artillerie. Da ist wieder Geld reingekommen. Ich glaube, wir können das machen, ne? Sollten wir auch tun, denke ich. Kreditbrief werden als Risiko wenigstens erhöhen, ja. Also wer einen Kredit aufnehmen muss, dann dahin und ne, Geld zahlen. Gut, die anderen Werte sind noch niedrig. Was haben wir hier? Da dauert es wohl auch noch. Ja. Hier haben wir noch das Ziel. Rebellen. Kirche. Und die Soldaten haben wir 31 von 31 und Schiffe. Dann haben wir 7 von 10, da können wir noch 3 dazu machen. Ja. Fox und Bourbonnais sind unsere Vasallen. Rittersteuer aktivieren, ne, lassen wir mal. Gut. Wen haben wir da unten noch sitzen? Hier ist doch noch jemand anders, ne? Urgell. Kann man nicht auswählen. Ja, Aragon. Sieht uns als Feind an, ist klar. Okay, aber das ist zu groß zum Angreifen, würde ich mal sagen, oder?
Und hier sind wir nicht Feind von, aber der Britannia. Wir haben hier, sind verbündet mit Franken mithin. Und hier eine Staatsehe. Ja, Kampfgrund haben wir auch. Und Durchgang militärisches Rennen. Wer ist das hier? Ist auch die Provence. Und das? Ist Österreich. Ist vielleicht nicht gerade der passende Moment, die anzugreifen, ne? Das sind auch die Österreicher. Ist Burgund gar nicht mehr da? Kann das sein? Da müsste das ja noch ein Land sein. Lüttich. Köln haben wir als Gegner und Aachen. Okay. Und die verbesserten Beziehungen kriegen wir da auch noch mit. Staatsehe wollen wir gar nicht. Ist auch nicht so prickelnd. Naja. Geheimdienst erstmal rausholen. Ah, da fehlt uns ein Dingens, sag schon. Spion dann. Aber da müssen wir vielleicht mal überlegen, dass wir dahin gehen vielleicht, ne? Das ist Österreich. Na, warum geht das jetzt nicht? Das ist die Provence. Das ist Österreich. Tja, vielleicht müssen wir uns erweitern in der Richtung dann auch mal oder so, ne? Aber da schauen wir mal. Ja, was sollten wir mit der Truppe hier machen? Komm, wir schicken die mal einfach rüber. Ah. Falscher Klick. So, jetzt gehen sie rüber. Das ist eine Armee mit 30.000 Mann Stärke. Naja, wird schon werden. So, wir wollten noch hier was machen. Ja, dabei. Nee, den Diplomaten müssen wir da lassen. Was geht jetzt hier? Eure Einheiten haben Verluste erlitten, okay. Ich glaube, das liegt daran, dass die dann nicht versorgt werden, ne? Der Berater ist gestorben. Ah, das ist schlecht, ne? Tja. Aber der Berater ist gestorben. Ist dann automatisch einer nachgerückt oder wie sehe ich das? Mal hier. Und da. Aragon sind wir nicht gut drauf zu sprechen. Tja. 116 da. Ich glaube, wir beschleunigen die Zeit mal. Mal da was anderes können wir gar nicht machen momentan, glaube ich. Gab's wieder Geld. Und 18 zu 62 und 58 ist Geld.
was da passiert. Hallo, ich mach langsam, aber es geht nicht. Was ist das? Na komm, lass ihn mal durchlaufen. Puh, was ist das denn? Die Tipps haben wir auch. Will ich jetzt nicht. Wieso ist denn der auf? Das weiß ich auch schon. Okay. Das war Portugal, oder? Ja, dauert nicht mehr lange. Umkämpfte Nachfolger ist auch klar. Achso, was ist denn unser Nachfolger? So, wir haben 4-2-4 und hier haben wir 4-3-2, na, wird ein bisschen schlechter werden. Was ist jetzt? Automatisch speichern. Oh, wir haben 4 Kardinäle jetzt. Wow. Papsteinfluss ist dann bestimmt gestiegen, oder? Ja, wir haben genauso viel wie Österreich. Respekt. Die Engländer haben nur 3 Kardinäle. Aber wir haben hier keine Chance oder so. Aha. Brauchen wir das? Da ist schon wieder was aufgegangen im Hintergrund. Ah, das ist mit Portugal. Ach, das lassen wir mal alles schön, so wie es ist. Ach so, ich wollte hier die Truppen teilen, fällt mir gerade ein. Dann sind die wahrscheinlich immer noch zu groß, ne? Da konnte man sonst immer so einen Rahmen drum ziehen. Das geht gar nicht mehr, oder was? Auch interessant. Die Zeiten laufen weiter. Wir haben 75 Geld. Ja, jetzt haben wir hier keinen Totenkopf mehr dran, wo wir die geteilt haben, ne? Da war die zu groß, die Armee. So, gehen wir mal hier hin, und zwar... Ne, hier wollte ich auch gar nicht hin, ne? Ich wollte ganz woanders hin, da wollte ich hin. Gucken, was hier geht oder auch nicht geht, da geht noch nichts, ne? Tja, Philosoph Marc de Beauvoisin oder so ähnlich. Ja. Hier gibt's auch nichts Besseres zurzeit. Grundsteuer. Warte mal, was stand da? Nix. Grundsteuer und Kosten. So, Kernprovinz machen, okay. Autonomie geht es hier darum, brauchen wir nicht. Ja, Geld überall, ne? Geldproblem. Was ist das? Eine Werkstatt.
Wenn wir den nächsten Monat haben, der ja jetzt kommt, haben wir genug Geld, um das uns leisten zu können. Aber da fehlt es noch an Technologie, wie man auch sieht. Aber jetzt können wir hier was bauen. Eine Baracke oder einen Marktplatz. Wo könnten wir denn einen Marktplatz bauen? Aha. Da steigern wir unseren Handelseinfluss dadurch. 2,20 ist am meisten da oben. 2,140, 1,80. Hier unten ist 2,40. Dann sollten wir hier vielleicht einen Marktplatz bauen noch. Gut. Jetzt haben wir allerdings kein Geld mehr dann. Ja, neuer Monarch. Okay. Gut, aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.